Hallihallo, meine Lieben. Heute muss ich leider wieder mit meinem Handy filmen, da meine Kamera kaputt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. In diesem Video wollte ich euch gerne meine Top 10 Frühling, schöne Wetter, Nagellacke zeigen. Und ja, ich bin ein bisschen erkältet, also nicht wundern, mir ist die Nase total zu. Ich habe hier schon wieder mit den Nebenhöhlen meine Probleme. Ich versuche es einigermaßen über die Runden zu kriegen. Und ja, ich fange auch direkt an. Ich habe die ersten drei Farben ein paar schöne Pastelltöne. Und zwar habe ich einmal von Orly einen pastelligen Pfirsichton in der Farbe Cotton Candy. Und ich mag den total gerne. Der deckt in einer Schicht sehr schön, in zweien perfekt. Und ja, die bekommt ihr übers Internet manchmal auch bei TK Maxx. Diesen hier habe ich. Wo habe ich den her? Ach ja, von Fragrance Directed. Da habe ich den für 1,99 Pfund gekriegt, also sehr, sehr günstig, 2,50 € oder so. Zweiter pastelliger Ton, den ich sehr, sehr mag im Frühling, ist so ein ganz zartes Lila. Das ist jetzt von Essie die Farbe Go Ginza. Auch sehr schön, ist nice, aber der ist ein bisschen dunkler, aber auch sehr schön hell und fliederig. Und ja, also wirklich eine tolle Farbe. Die Essie-Lacke decken ja sowieso sehr gut, aber ich würde halt immer schon zu so zwei Schichten raten. Auch sehr, sehr schön. Und der dritte und letzte Pastellton in meinem 10-Lacke-Ranking ist Mint Candy Apple. Auch jedes Jahr wieder ein absoluter Favorite von mir. Geht jeden Frühling dieses wunderschöne Mintgrün. Werde ich jetzt auch als nächstes lackieren. Und ja, wenn man den ein bisschen aufpeppen will, mit ein bisschen Glitzer oder so. Aber der ist auch so für sich schon echt sehr schön. Ja. So, dann habe ich ein paar Glitzerfarben rausgesucht, die ich im Frühling sehr, sehr schön finde. Und zwar habe ich hier einen von Sally Hansen, einen ja, Topcoat, den ihr aber auch solo tragen könnt. Das ist ein ganz heller, peachiger Ton mit so einem goldenen, roségoldenen Einschlag. Das ist die Farbe Too Too Pretty und den habe ich auch bei Fragrance Directed bestellt. Ich weiß nicht, ob ihr den noch bekommt oder ob das eine LE war, da müsstet ihr mal im Internet recherchieren. Aber wirklich auch eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe und passt auch mit dem hier wirklich sehr gut zusammen. So, dann habe ich was aus dem Catrice Standardsortiment. Einen Luxury Lashes. Die Farbe 04 Lost and Rose. Den finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist ein heller, ganz zarter, pastelliger Rosaton mit sehr, sehr, sehr viel Glitzer. Der deckt in so zwei, drei Schichten, weil ihr den auch als Topcoat verwenden könnt. Aber der ist sehr, sehr hübsch. Mag ich auch total gerne. Und ja, Preis-Leistung hier auch wirklich sehr gut. Von Catrice auch super als Topcoat auf einem ganz zarten, hellen Rosaton. Auch super für den Frühling. Aber ich mag ihn auch, wenn man ihn solo trägt. Dann noch eine lustige Empfehlung, was auch schon zum Valentinstag passt. Der ist zwar jetzt schon wieder ein paar Tage, Wochen vorbei, aber ja, von OPI. Ein ganz zarter Rosaton mit so kleinen Herzchen drin, finde ich, passt auch sehr gut in den Frühling. Die Farbe Nothing Mouse About It. Der war aber aus einer Minnie Mouse Limited Edition von OPI. Also den bekommt ihr, denke ich, jetzt nur noch über eBay oder Kleiderkreisel oder so oder auf so speziellen Seiten, wo man LEs von OPI bestellen kann. Aber wenn ihr daran kommt, echt für den Frühling eine tolle Farbe. Auch so als Topcoat und Highlighter auf einem anderen Lack. Also dieses helle Rosa. Macht da echt eine gute Figur. Und dann habe ich noch von Catrice einen glitzernden. Der ist ein bisschen kräftiger, was ich aber auch sehr schön finde, weil gerade im Frühling auch doch schon sehr viele kräftige Blüten draußen wachsen. Die Farbe 1006 Glitter All a Girl's Best Friend. Ich weiß nicht, das war so eine LE, meine ich, aber so ähnliche Farben hat Catrice auch im Standardsortiment. Da müsstet ihr mal gucken. Also, das ist so ein. Sag ich mal, pastelliger Rosaton, aber schon ein bisschen kräftiger halt und der hat so richtig schöne pinke Glitzerflocken drin. Das finde ich sehr schön. Der deckt super in einer Schicht und ja, also Catrice sagt zwei Schichten, aber ich finde, der deckt auch in einer Schicht schon sehr gut. Also das war auch so eine LE für mich, die wirklich sehr, sehr schöne Lacke hatte, qualitativ doch sehr hochwertig fürs Preis-Leistungs-Verhältnis. Und meine letzten drei Lacke, die sind jetzt ein bisschen farbintensiver, finde ich, passen aber trotzdem sehr gut in den Frühling. Einmal habe ich hier diese Farbe von Cherry Moya. Ich kenne diese Firma nicht. Ich habe diesen Lack mal bei TK Maxx gekauft. Ich weiß, dass die aus LA sind. Das ist die Farbe Metallic Purple. Und das ist so ein richtig krasser, kupfriger Ton.
Den könnte man sicher auch gut im Herbst tragen. Da passt der auch, weil er schon so ins Bräunliche geht. Aber ich finde ihn auch für den Frühling ganz schön, weil er in der Sonne wirklich sehr schön glänzt. Und auf den Nägeln kommt er auch so ein bisschen Roségold nach raus als hier im Fläschchen. Und ja, ich mag den auch sehr, sehr, sehr gerne. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen All-Time-Favorite, muss man sagen. Also der passt in vielen Jahreszeiten. Wenn ihr so eine Farbe seht, dann zögert nicht und schaut sie euch mal an. Und jetzt habe ich noch zwei richtige Knallfarben. Und zwar einmal von Essie die Farbe DJ Play the Song. Und das ist so ein richtiges In-Your-Face-Lila, was ich auch super finde für den Frühling, weil es kann ruhig schon ein bisschen aufrütteln. Man soll die Wintersachen rausschmeißen und rein mit den frischen Farben. Und da passt die hier auch schon. Die könnt ihr dann auch mit in den Sommer nehmen, weil das ist so eine richtige lila In-Your-Face-Farbe. Die war aus einer LE, aber solche Töne bekommt ihr alle auch bei anderen Marken in der Drogerie. Also das ist so ein richtig schönes Wham. Hier bin ich lila und ja, Wham, hier ist der Frühling. Guckt her. Ich habe den Winter über Bord geworfen und jetzt geht's richtig ab. Also das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Farbe. Und die letzte, die ich noch habe, ist von Michael Kors, die Farbe Skandal. Das ist ein Rot-Pink. Ist jetzt auch noch so ein, hat noch so einen Touch vom Winter, aber ist auch schon durch diesen glitzerischen Pink-Einschlag, den der hat, sozusagen so, tschüss Winter, hallo Frühling, hier bin ich. Und ja, also das ist auch so eine richtig schöne Farbe, die mich auch so ein bisschen an erste Frühlingsblüher erinnert, die so ein bisschen kräftiger sind, zum Beispiel Primeln und so. Also die finde ich auch sehr, sehr schön. Und wer nicht immer Lust auf Pastell hat, sondern auch mal seinen Nägeln ein bisschen Touch geben kann, der kann auch ruhig auf so einen Ton zurückgreifen. Also wie gesagt, das ist halt so ein richtiger schöner Rotton, der changiert aber wirklich echt in der Sonne richtig pink raus. Also das ist so eine Duochrom-Version. Das sieht man, glaube ich, jetzt in der Kamera gar nicht so gut. Aber wirklich ein sehr toller Lack. Ich weiß nicht, ich habe den zugeschickt bekommen von Douglas. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr den so kaufen könnt, aber solche Farben gibt es ja auch bei anderen Marken. Ich weiß zum Beispiel, bei Kiko gibt es auch so eine ähnliche Farbe und die sind preis-leistungstechnisch dann nicht so teuer. So, das waren meine Top 10 Frühlingslacke. Also ihr seht, ich bin da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen dabei. Ich liebe es, Pastellfarben zu tragen. Die passen natürlich immer in den Frühling. Das sind solche All-Time-Frühlings-Spring-Farben. Aber traut euch ruhig auch mal was. Glitzer und Neonfarben können auch im Frühling schon richtig sommerlich aussehen und machen dann bei schönem Wetter auch schon richtig gute Lust auf mehr. Also legt euch da mal ins Zeug, wollte ich jetzt sagen. Nein. Schaut euch da mal in eurer Nagellackkiste um oder in der Drogerie, was ihr da so finden könnt. Eigentlich kann man auch sagen, im Frühling ist schon so gut wie alles erlaubt, dass ihr könnt noch die restlichen dunklen Töne vom Winter tragen, aber auch schon richtig schön flashy Farben, die ihr mit in den Sommer nehmt. Also da sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Schreibt mir doch mal unten in die Infobox. Ach, in die Infobox. Total durcheinander. In die Kommentare, was euer derzeitiger Lieblingslack ist oder eure Lieblingslacke. Und dann freue ich mich auch. Lasst mein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!